Yo, Peace Leute und willkommen zum 42. Part von Destiny. Wir werden uns heute der nächsten Mission abgeben. Ach, keine Ahnung. Die auf dem Grabschiff stattfindet und zwar diese hier. Ausgehendes Signal. Verfolge ein Signal des abgestürzten Kabalschiffes. Gehe an Bord des Grabschiffes und schalte die Übertragung zu den Sternen ab. Habe ich kein Problem mit. Ist eine schwere Mission. Steht schon dran. Aber Leute, ihr kennt mich. Ich werde das innerhalb von 2 Minuten geregelt haben. Dann denken sich alle, what the fuck? Was für ein krasser ESL-Profi. Oh my god. I can't believe it. Auf meinen Befehl hin bleibt die Flotte des toten Orbits Saturn fern. Wir brauchen sie bei der Verteidigung der Stadt, sollte es dazu kommen. Sie haben ein Hochfrequenzsignal vom Kabal-Brückenkopf auf dem Grabschiff abgefangen. Die Nachricht ist auf dem Weg nach draußen. Der Empfänger befindet sich weit außerhalb des Sonnensystems. Wir müssen wissen, was ihr Inhalt und wer der Empfänger ist. Der Empfänger ist bestimmt deine Mutter. Sehr schön, ein deine Mutterspruch gebracht. Jetzt bin ich schon mal einen großen Schritt näher, zum großen YouTuber zu werden. Warte, wie war das noch? Was soll ich noch mal? Ah ja! Penis, Titten, 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 Pimmel. So, jetzt sollte ich eigentlich 10 Millionen Views auf dieses Video haben und 800 Millionen Abonnenten. Diesen Tipp hat mir PewDiePie gegeben. Und da hat gesagt, ja, mach das. Dann kriegst du locker 150.028 Millionen 748 Abonnenten. So, wir suchen nach dem Signal. Was hinter uns abgeht, scheißen wir mal drauf. Ich habe diese Mission schon ganz kurz mal angefangen, aber dann ist mein Internet abgekackt. Und deshalb habe ich die Aufnahme dann verworfen und habe mir gesagt, nee, mache ich nochmal. Aber ich kenne nur den Anfang, also ich bin nur hingelatscht im Endeffekt. Eigentlich bin ich wirklich nur hingelatscht. Und dann ein paar Opponents gekillt. Dann hat mein Internet gesagt, nee, du machst die Mission jetzt nicht, du bist zu gut dafür. Und dann habe ich mit dem geredet, kurz mit meinem Internet und gesagt, hey, das kannst du nicht bringen. Ich muss es draufnehmen. Und dann ist so, ja, okay, aber sei nicht so krass, ne? Sei nicht so der krasse ESL-Profi. Und ich so, ja, ich achte schon drauf, dass ich nicht zu krass spiele. Ja, also eben, ihr seht ja mein göttliches Aim gegen die göttliche Hexe. So kurz eine Granate hingefetzt, Alter. Was willst du tun? Komm, verreckt. Sehr schön, die Hexe schon mal tut. Alter, was? Jungs. Was macht ihr denn? Eindeutig zu aggressiv heute mal wieder unterwegs. Okay, und wir sollten noch kurz auf unser Leben achten. Kurz hier chillen, wenigstens unser Leben aufladen lassen. Das Schild können wir noch kurz scheißen, aber... So, noch ein paar Leibeigene. Hi. So. Akolyten, ey. Was wollt ihr denn? Oh, hey. Alter. Bam, Junge. Grabschiffaufklärung. Schön. So, den weg. Oh. Weg. So. Die Rauchgranate macht inzwischen auch echt gut Damage. Also, wenn ich damit einen treffe, ist der im Normalfall tot. Was ziemlich gut ist. Okay, der ist jetzt nicht ganz tot gewesen, ja. Weil das ist ein krasser Typ. Trifft sie? Nee. Fuck it. Kurz mit der Sniper ran. Klappt nicht. Aua. Ich lass mal die Kleinen hier weg haben, bevor ich auf den imperialen Koloss gehe. Weil die Kleinen sind dann die, die mich am Ende so aufregen. Da ist noch ein Psion. Ah, Jungs. Was macht ihr denn? Und die ist noch da hinten verpisst. Ja, dann werden hier noch mehr Gegner sein. Ja, da ist der Koloss. Verdammt. Ausweichen und gleichzeitig schießen ist echt nicht einfach. Schießen ist für mich im Allgemeinen schon nicht einfach. Ich treffe gar nicht den Kopf, ne? Egal. So geht's auch. Okay, kurz aufpassen. So, weg mit dir. Der Koloss ist auf jeden Fall schon mal tot. Das ist schon mal ganz angenehm. Kleiner Psion. So, hüpfen wir mal hier runter. Da ist noch einer. Ja. Der denkt, er könnte von mir weglaufen. Oh, da ist ja noch einer. Waren das jetzt echt zwei oder habe ich einfach nur einen übersehen? Habe ich den einfach noch nicht getötet? Oh, gute Position habe ich hier. Aber nicht gegen die Raketen. So. Hä? Hey, ich bin doch auf dir drauf. So, jetzt den Rest mache ich mit dem Impulsgewehr. Das sind eh nur noch genau 2, 3 Bursts und dann... Ist der down. So, her damit. Mit dem Engramm. So, ab hier kenne ich jetzt auch nichts mehr. Hier ist es dann abgestürzt. Mein gutes altes Internet, hey. Ich liebe es dafür, dass es ab und zu einfach mal abkackt. Richtig schön. So, Ritter. Ups, da war jetzt die Granate ein bisschen... Oh, bei... Ah, die Granate ist voll gut gegen die, wenn die ein Schild machen. Weil die ja diesen... Ja, oh Gott. Da ist noch eine Hexe. Okay. Maul. Sehr schön. Gehen beide drauf. Ulti.
ihr Schild ist damit natürlich schon mal weg. Das ist natürlich super duper nicer dicer. So, und die ist gleich auch down im Normalfall. Ja. Sehr schön. Her mit der Muni. Verteidigungsnetz ist deaktiviert. Hey, erreiche die Brücke. Denkt, das System ist eigentlich in Gefahr, dummer Computer. Ja, natürlich, wenn ich alle vernichte, dann ist ja auch keine Gefahr da. Ja, weil alle tot sind, weil die sind ja die Gefahr und nicht ich. Ich bin der Retter der Welt. Ich bin der Held in diesem Game. Ich bin der Hüter, verdammt. Sei vorsichtig. Falls die Verteidigungssysteme aktiv sind, dann könnten einige der Brückenbesatzung noch am Leben sein. Ja, das ist mir eigentlich egal. Der Captain sollte in der Lage sein, das Signal zu kontrollieren. Lass mich nur machen. So. Wie die Schar hier auch immer reinkommt, ne? In das scheiß Grabschiff. Regt mich richtig auf. Ich will hier gegen Kabale kämpfen und nicht gegen euch. Kommt da rechts noch was? Nope. Da fliegt was. Okay, aber nur ein Legionär da oben ist. Wir haben schon wieder keine Muni mehr. Was ist denn los mit der Munition? Okay, den könnten wir nicht mehr töten. Also. Wir haben keine Muni bekommen. Das ist toll. Kriege ich den mit dem Schwert tot oder? Ne, der ist dagegen. Ah doch. Kriegt man hin. Ja, ist gut. Ist gut, dass ich keine Premium-Munition habe. Auf jeden Fall. Liegt da draußen noch irgendwas? Ich habe da doch ein paar... Ja, da liegt noch was. Sehr schön. Ja, hier liegt noch einiges. Perfekt. Her damit. Jetzt sind wir wieder voll. Und wir sollten zumindest voll sein. Flotten-Centurio 2 Stück. Okay. Mache ich kurz so. Mit der Sniper-Rifle. So, weg mit dir. Da ist noch ein Psion. Oh, stimmt, ich habe jetzt den Dreifachsprung. Ich vergesse es immer, weil ich irgendwie jetzt daran gewöhnt bin, nur zwei Sprünge zu haben. Aber MJ, erinnere dich, du hast jetzt drei Sprünge. Du bist jetzt ein krasser Boy. Hör auf damit. Stopp. Sehr schön. Einfach drei Sniper-Headshots gegeben, Alter. Dann war es das mit dem. Mit deinem scheiß Kackschild. Weg da. So. Jungs, ihr seid... Ah, was sag ich, ihr stressigen Dudes. Ich will ja einfach nur das Signal stören, ne? Und die müssen mich hier abstressen. Oh, Boys. Er breakdanced. Er ist am Breakdancen. Oh, my goodness. Ah, wieder ein Breakdance. Wo war das in welchem Let's Play? The Last of Us, glaube ich, wo der eine so richtig abgebreakdanced hat, Alter. Das war eine witzige Zeit, hey. Damals, das war noch alles gut. Machst du? Oder muss ich? Das hier, oder? Hä, lass mich das doch scannen. Ich soll hier drauf. Ah, jetzt. Jetzt funktioniert's. Dann scanne den Shit mal. Dann werden jetzt gleich wieder Gegnerwellen kommen. Ja, man hört schon, wie irgendwas aufgeht. Gegnerwellen. Besiege die Besessenen. Oh, Besessene. Was machen die denn jetzt hier? Oh, okay. Force von Oryx, Wororo nun oder so. Krasser Typ auf jeden Fall. Boom, kriegst einen Headshot, Alter. Weg damit. Oh, hab ich noch erwischt. Ah, weg mit der Kugel. Ich will den da erwischen. Sehr schön, der lässt gleich down. Hey! er ist mir vors Gesicht ge... Oh mein fucking Gott! Oh mein fucking Gott! Alter, wie sie alle rübergelaufen kamen, die Bastard! Ich hab gedacht, die bleiben da drüben! Oh Mann, der war fast down! Alter! Was für Pisskinder! Ich dachte, die würden da drüben bleiben. Das tun sie allerdings nicht so. Wir nehmen jetzt noch ein paar Headshots. Oh, das knallt, hey! Wir müssen jetzt diesmal ein bisschen... Oh, jetzt hat er sein... Scheißschild! Oh ja, jetzt laufen sie langsam alle rüber. Aua. Jetzt muss ich aufpassen. Aua. Boah, das ist ja aber krass hier. Ich bin kurz hier unten. Ey. Ist gut jetzt. Ah! Also entweder... Ich habe zwei Möglichkeiten, die Sache ranzugehen. Entweder, was mir besser gefallen würde, ich krieg den fetten Typ einfach sehr, sehr schnell down. Das wäre super. Oder ich muss mich darauf, mehr auf die Kleinen konzentrieren. Darauf hätte ich aber gar keinen Nerv. Lass einfach versuchen hier. Nein, jetzt muss der schon wieder ein Kackschild machen, dieser Kack-Vandale, Alter. Come on. Oh, ich bin runtergefallen.
Oh, oh, ich will wieder hoch. So, die kommen alle über die Richtung, ne? Ja, so, komm hier weg. Da sind jetzt schon ein paar fast drüben. Ja, da ist ein Vandale. Ich kümmere mich jetzt um die Kleinen. Ah, ich glaube, das ist auch wieder so, der spawnt wieder Gegner, wenn er bestimmt viel Schaden gefressen hat. Kann das sein? Weil das sind jetzt ja viel weniger. Okay, nee, da sind zwei Captains. Shit. Falsche Überlegung. Ja, vergiftet. Und dadurch verwirrt. Sehr schön down. Wo ist der zweite Captain? Aufpassen, die Kugel kommt. Aua, was für eine Range diese scheiß Kugel hat. Richtig krass. So, jetzt haben wir keine Kleinen mehr hier. Oh nein, weg. Boom, bam, bam. Boom, Junge, jetzt ist er gleich down. Und ein paar Schüsse auf ihn eindreschen. Ja, das war's mit ihm, sehr schön. Die Kleinen verpissen sich dann direkt, genau. Das Signal ist weg. Es war verschlüsselt, aber manche der Überschriften waren lesbar. Das war ein detaillierter Notruf für den Anführer des Kabalreiches. Und der ist außerhalb des Sonnensystems. Ich reiche den Scan deines Geistes an die Kryptarchei weiter. Ich habe so das Gefühl, wir wollen so viel wie möglich über dieses Signal erfahren. Doch für den Augenblick, gute Arbeit. Kein Problem. Wenn du Arach Jalal siehst, richte ihm aus. Danke für den Tipp. Okay, also wurde dieses Signal an den größten Boy, also an den Chef, sage ich jetzt mal, an den Boss-Player von den Kabalen gerichtet, der außerhalb des Sonnensystems irgendwo chillt. Ob wir den vielleicht noch sehen werden in dem Addon? Wer weiß. Vielleicht kommt sie auch als DLC oder so, sowas. Wer weiß. Ich würde mir wünschen, dass er ein komplett neues, einen komplett neuen Planeten und damit auch komplett neue Gegner. Das fände ich ziemlich cool. Wobei ich die Besessenen nicht als Recycling von Gegnern sehe. Es haben ja viele, also habe ich mitbekommen, dass viele das sagen, dass das Gegner-Recycling sei. Habe ich aber, glaube ich, auch schon mal in einem Part angesprochen, dass ich diese Meinung nicht teile. Aber mir würde es trotzdem gefallen, wenn mal wieder komplett neue Gegner und auch ein komplett neuer Planet vor allem kommt. Der Saturn wäre doch jetzt echt super. So, wenn man schon davor war, kann man ja auch in ihn reingehen. So, das habe ich schon, aber das habe ich schon in besser. So, hier ein LMG, das scheiße ist. Hier einen Gramm. Hier haben wir was zum Verbessern. Kann ich aber nicht, weil ich keine Relikteisen mehr habe. Gut. Dann ab zum Turm. Boah, mein Magen, Alter, macht schon wieder Geräusche hier. Noch nichts gegessen heute, ja? Gleich aufgestanden, geduscht und direkt ans Aufnehmen gesetzt, meine Freunde. Seht ihr mal, was ich für euch wieder aufnehme. Ja? Nicht mal gegessen habe ich, ja? Also echt unglaublich. Also, eigentlich, jetzt mal im fucking Ernst, ich sollte den Friedensnobelpreis kriegen. Warum den Friedensnobelpreis? Weil ich für Frieden sorge auf dieser Welt. Jeder, der meine Let's Plays anguckt, ist einfach gechillt drauf und chillt sich out. Ja, wenn das irgendwie, ich habe gerade keine Ahnung, wer so, wenn die ISIS sich meine Let's Plays anguckt, dann haben die gar keinen Bock mehr auf Krieg und den islamischen Staat durchzuführen überall. Die wollen dann chillen, weißt? Aber das versteht die Regierung einfach nicht. Das verstehen sie einfach nicht, dass sie das einfach einsetzen sollten. Aber okay, muss ich mitleben. Muss ich leider mitleben. Dass die Regierung das nicht einsehen will. Ich finde es schade, auf jeden Fall. Aber was soll ich machen? Was soll ich machen, Leute? So, ein Engramm haben wir ja, das geben wir kurz ab. Beziehungsweise lass es kurz dekodieren. So, eine seltsame Münze. Gut, dann muss ich mich nicht mal ins Inventar und irgendwelchen Stuff machen. Also irgendwelchen Stuff entfernen. So, wir gehen jetzt zu Archahal, oder wie hieß. Brudi, danke für den Tipp, soll ich dir sagen. Danke für den Tipp, den du mir gegeben hast. Servus. Was führt dich hierher? Aber wir kriegen ja... nice. Sehr schön. Haben wir eine neue Hülle bekommen. Ja, mach ich. Die Grabforscherhülle. Ist auf jeden Fall besser. Erkennt und markiert eine Drehmetallformation. Erledigen von Gefallenen. Ja, ist okay. Nehme ich. So, weg damit. Ja, dann würde ich sagen, wenn wir im nächsten Part. Wir haben noch irgendwo habe ich. Hier, genau, die Mission habe ich noch. By the way, das kann ich noch abgeben. Diese Mission werden wir jetzt also angehen. Ein neuer Bau. Die habe ich offscreen freigeschaltet. Ich weiß gar nicht mehr, was ich dafür machen musste. Aber ist auf jeden Fall eine Mission, die werde ich auf jeden Fall noch machen. Jetzt, so langsam sieht es nach dem Ende von Destiny leider Gottes aus auf meinem Kanal. Ich bin
ein bisschen, also ich finde es ein bisschen schade, dass ich es nicht als, also ich habe es ja schon als Let's Play gemacht, aber ich habe die, nur die Missionen Let's Played und ich habe es nicht im Allgemeinen Let's Played. Finde ich fast ein bisschen schade, weil ich habe so viel Offscreen noch gemacht, dass ich euch gerne gezeigt hätte. Aber ja, ist dann halt scheiße, wenn man irgendwie auf seinem Sofa chillt und einfach nur da liegt und so zockt und eigentlich auf gar nichts Bock hat und nur so während, nur so, ja, das Spiel laufen lässt irgendwie. Dann passiert was Krasses, dann kann ich halt nicht plötzlich mal auf den Aufnahmeknopf drücken. Und das funktioniert leider nicht. Das ist ein bisschen schade, dass ich nur die Mission mache, aber so habe ich Destiny angefangen und so werde ich Destiny auch beenden. Und jetzt ist ja eh schon zu spät. Außer ich würde mir einen neuen Charakter machen und das wäre mir alles viel zu stressig, Leute. Also würde ich sagen, sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Part wieder. Wenn euch dieser Part gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da. Schaut in die Playlisten auf den Kanal vorbei, wenn ihr Bock auf mehr habt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part von Destiny hoffentlich wieder. Peace up und haut da rein.